Hallo und herzlich willkommen an den Wiedergabegeräten da draußen. Mein Name ist Max Snake, ich zock für euch endlich mal wieder eine Runde World of Goo. Es ist immer noch Kapitel 1, es ist The Goo-Filled Hills, also die Goo-gefüllten Hügel. Und ja, regelmäßige Betrachter und Leute, die sich nicht davon abschrecken lassen, dass zwischendurch mal lange nichts passiert ist, stellen fest, der schummelt ja. Tue ich tatsächlich nicht. Mir ist nur bei der Aufnahme der Rechner abgeschmiert. Deswegen werde ich jetzt das Kapitel Chain Kette einfach nochmal nachholen. So, was passiert denn hier alles? Aha, aha, aha. So, hier ist doch bestimmt ein kluges Schild. Die Goo-Bälle auf dieser Seite scheinen die Goo-Bälle auf der anderen Seite nicht zu mögen. Ich weiß nicht, die sehen alle gleich aus. Total lecker. Der Schildermaler. So. Wo? Da. Also das heißt, sind ja die Grünen. Die kann man auch wieder abruppen. Das heißt, ich baue mir hier erstmal etwas runter, habe ich mir überlegt. Damit ich die Goo-Bälle da unten schön einsammeln kann. Und das gleiche Spiel, so jedenfalls mein monströser Monsterplan, wird auf der anderen Seite gemacht. So, jetzt kann ich die nämlich schon mal draufsetzen. 1, 2, 3, ganz viele. So, was ist mit euch los hier? Komm her, schubst sie da mal rüber, dass sie auch mal wach werden. Alle hopp. Nicht? Muss ich tatsächlich noch so ein grünes Dings hier runterholen? Damit das hier weitergeht, wa? So. Komm her. Und du jetzt da dran. Einer wach, komm, hops. Ah, oh. Das gibt's auch nicht. Jetzt sind die nicht in der Lage, da hoch zu hopsen. Los, hoch mit euch. Hoch mit euch. Welchen Teil von hoch habt ihr nicht verstanden? Setzen wir nämlich die alle auch wieder so, dass sie hochklettern können. Dann bauen wir nämlich ein ähnliches, oder ich baue ein ähnliches, ihr guckt mir dabei zu, Konstrukt auf der anderen Seite nochmal. Ich hoffe, dass in der Aufnahme diese ganzen Soundstörer nicht mit drin sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da gerade los ist. Aber das kriege mal bestimmt bis zur nächsten Aufnahme wieder in den Griff. Bis dahin müsst ihr einfach mal damit leben. Das tut mir sehr leid. Das ist nicht sehr professionell. Das ist mir schon klar. Aber hilft ja nichts. Die Aufnahme muss in den Kasten. Nicht wahr? Nicht. So. Grüne Goo-Bälle vor. Hier bräuchten wir noch einen zum Randkleistern, bitte. Hier so. Schlunk. Ja, die ersten werden auch schon wach. Das ist gut. Schlunken wir hier unten noch einen dran. Ach, das war blöd. Das war saublöd. Den habe ich jetzt verspielt. Den kriege ich wahrscheinlich auch nicht wieder. Ach! Vorglänzend. Naja, das war ja dann nochmal glimpflich, möchte ich sprechen. Glimpflichst. Nein. Ich wähle dieses da. Das ist mir da einer runtergefallen. Der soll natürlich nicht liegen bleiben. Soll ja nichts schlecht werden hier. So, den dahin. Mal einen geschickten Moment abgepasst, dass ich den daraus pflücken kann. Wenn da niemand flöten geht. So. Jetzt geht's drum, da hochzukommen. Was?
spräunst du denn hier jetzt rum? Das ist zwar so nicht gedacht, mein Freund. So, den setzen wir dahin. Mit diesem Wackelkopf hier mal so ein bisschen stabilisiert kriegen. Und dann versuche ich erstmal mit den Grünen nach oben zu bauen. Möglichst gleichmäßig. Sagt er es gerade Bonga Bonga? Soll sich nicht alles bei Politikern abgucken. So, dann hätte ich jetzt hier unten Grüne genommen. Dann hätte ich die jetzt auch noch hochziehen können. Ja, mal gucken, wie viel Grüne ich da noch wegnehmen kann. Na, na, hoch, 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 hoch. Sehr gut. Für den reicht es dann nicht mehr. Aber 23 gesammelt, das ist schon mal ein guter Anfang. Hurra! So, das war das quasi nachgeholte Level von World of Goo. Es geht weiter. Ode an den Brückenbauer. Das dann natürlich beim nächsten Mal. Von mir heißt es erstmal, war schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Zockt viel, zockt schön. Und tschüss.